Da fragen wir gleich mal nach. Zugeschaltet ist jetzt aus Frankfurt am Main Klaus Weselski, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Herr Weselski, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, ich grüße Sie auch. Wann und in welchem Umfang genau wird denn jetzt gestreikt? Wollen Sie uns da schon was sagen? Nun, Sie wissen, dass wir die Entscheidung über die bevorstehenden Arbeitskämpfe dann etwas kurzfristiger fällen und auch rechtzeitig den Kunden, den Reisenden bekannt geben. Wir haben in der gestrigen Verhandlung nicht nur kein Angebot bekommen, sondern mussten sogar feststellen, dass das Unternehmen und hier ganz konkret Personalvorstand Seiler sogar noch die Medienvertreter und die Öffentlichkeit anlügt. Sie haben kein Angebot gemacht. Sie haben immer noch in 2021 null, während der öffentliche Dienst im April bereits 1,4% gezahlt bekommen hat und schon im Dezember voriges Jahr eine Corona-Prämie bekam, nächstes Jahr 1,8% bekommen soll. All das hat die Bahn nicht angeboten, sondern auf eine Laufzeit von 40 Monaten verwiesen, wie angeblich ein Tarifvertrag für die Flughäfen beinhaltet. Das ist für uns nicht vorstellbar. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben Wertschätzung verdient. Sie haben Anerkennung verdient. Das ganze Jahr Corona-Krise sind Sie in den Eisenbahnen, in den Zügen, nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei den Wettbewerbsunternehmen unterwegs gewesen. Und interessanterweise hat keiner der Wettbewerber bisher eine Forderung aufgemacht, dass wir den Gürtel enger zu schnallen haben. Im Gegenteil, die haben die Wertschätzung gegenüber ihren Lokführern und Zugbegleitern. Nur das Unternehmen Deutsche Bahn AG, das sich selbst aus Missmanagement in eine Schuldenfalle manövriert hat, das verlangt von den Arbeitnehmern, die im direkten Bereich tätig sind, hier sogenannte Solidarbeiträge. Das hat mit Solidarität nichts zu tun. Die Fronten scheinen da also wirklich verhärtet zu sein. Die ganz normalen Bürger, die Menschen kommen jetzt ja gerade aus der Corona-Krise raus, sehnen sich also nach neuer oder nach alter Freiheit. Was sagen Sie denn jetzt zu diesem Vorwurf, gerade jetzt vor den Sommerferien, da sei das der komplett falsche Zeitpunkt für einen Streik? Wissen Sie, die Vorwürfe, die dieses Management erhebt, dass den Konzern in 30 Milliarden Schulden wiedergebracht hat, nachdem er 1994 privatisiert, komplett entschuldet worden. Dieses Management ist sich für nichts zu schade. Das jammert hier durch die Kante, die Kunden sind in Sorge. Das Management selbst hat den Tarifkonflikt herbeigeführt. Und ich kann Ihnen ehrlich und offen sagen, wir wollen keinen Arbeitskampf. Jeder weiß in diesem Land, dass Lokomotivführer, Zugbegleiter ordentlich Arbeitskampf machen können. Sie treiben uns in einen Arbeitskampf, weil sie nicht in den Verwaltungsetagen rationalisieren und abbauen wollen, weil sie nicht ihre ausländischen Aktivitäten einstellen wollen, sondern weiter weltweit expandieren und der deutsche Steuerzahler soll es ausgleichen. Und die Menschen im direkten Bereich, die seit Jahren zu wenig Arbeitsplätze haben, die sollen am Ende des Tages hier auf Lohnverzicht eine Minusrunde in 2021 und 2022 fahren. Sie sagen, es war Missmanagement. Die Bahn selbst sagt, sie hat durch Corona Milliardenverluste gemacht. Jetzt hat man sich aber mit der Konkurrenzgewerkschaft da geeinigt auf eine Tariferhöhung um 1,5% zusätzlich. Was verlangen Sie denn konkret? Sie wissen, dass wir am 24. Mai unser Forderungspaket noch mal reduziert haben. Wir haben die Forderung zurückgenommen. Wir haben jetzt die 3,2% des öffentlichen Dienstes verlangt, nicht 1.300 Euro Corona-Prämie, sondern 600 Euro, so wie sie im öffentlichen Dienst gezahlt worden sind. Und wir verlangen die Fortsetzung der Betriebsrente. Niemand hat nur ansatzweise im öffentlichen Dienst die Versorgung für Bund und Länder gekündigt oder in Frage gestellt. Dieses Management tut das einfach, nimmt Eisenbahnern eine Kleinstrente von ungefähr 150 Euro pro Monat schlicht und ergreifend weg, weil sie von der anderen Gewerkschaft eine Zustimmung bekommen haben, dieses zu tun. Mit uns gibt es das nicht. Und an der Stelle offen und ehrlich, dass wir Arbeitskampf können, weiß jeder. Die Frage, ob wir einen Arbeitskampf ziehen müssen, entscheidet unter anderem auch der Eigentümer mit. Denn der hat Personalkosteneinsparungen verlangt. Der hat nicht so einen, nennen wir es mal, bescheidenen Tarifabschluss verlangt, wie ihn die EVG abgeschlossen hat. Der hat Personalkosteneinsparungen und Sachkosteneinsparungen verlangt in Höhe von 2 Milliarden. Und die kann man auch auf anderem Wege erreichen. Zum Beispiel durch Verzicht auf Boni in den Führungsetagen, der ja teilweise bereits erfolgt ist und der eine erhebliche Einsparungssumme gebracht hat. Wenn diese Führungskräfte komplett auf Boni verzichten würden, wäre am Ende des Tages ungefähr 1,5 Milliarden Einsparungssumme allein über 4 Jahre über dieses Element vorhanden. Das zeigt die Dimension auf, mit der unsere Verwaltung arbeitet und sich die Taschen füllt. Und das müssen wir unseren Lokführern und Zugbegleitern auch den anderen Eisenbahnern so nicht beibringen. Wir lehnen das ab. Was sagen Sie aber doch zu dem Vorwurf, das Ganze sei unsolidarisch, denn Sie könnten Ihre Forderung ja auch im Herbst erheben?
Wissen Sie, das Management wollte schon im April den Konflikt herbeigeführt haben. Wir haben dafür Sorge getragen, dass es eine Zeit lang über Verhandlungen überhaupt einen Fortschritt gegeben hat. Aber wir erleben in der vierten Verhandlungsrunde das Management uns gegenüber sitzen, ganz konkret Herrn Seiler, der darum fabuliert von irgendwelchen Solidarbeiträgen. Solidarität, meine Damen und Herren, ist ein wichtiges Gut. Wir werden die Erzeugungen unserer Mitgliedschaft. Wir sehen keine Solidarbeiträge der direkten Mitarbeiter im Eisenbahnbereich, hier im System in Deutschland, gegenüber Führungskräften und dem Management, das im Ausland Steuergelder verzockt. Diese Solidarität kann man zwar einfordern vom Management unter der Überschrift, wir wollen so weitermachen wie bisher, aber sie bekommen sie nicht. Sie bekommen keine Solidarität von den Eisenbahnern, um so weiterzumachen, wie sie das bisher gemacht haben. Schlechtes Eisenbahnsystem in Deutschland, Infrastruktur heruntergewirtschaftet, unpünktliche Züge und das alles auf dem Rücken derjenigen, die den Zugbetrieb hier das ganze Jahr über am Leben erhalten haben. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage. Können Sie den Reisenden in den Sommerferien wenigstens ein bisschen Hoffnung machen, dass es nicht ganz so dramatisch wird? Da geht die Botschaft zurück an die Deutsche Bahn AG. Wir machen den Reisenden Hoffnung, dass hier Vernunft einkehrt, dass das Management auch vom Eigentümer in die Schranken verwiesen wird mit der klaren Botschaft. Ihr habt hier nicht das Recht, Steuermilliarden, die von den Steuerzahlern dieses Landes gezahlt werden, zu verzocken. Wir hatten bereits 14/15 eine große Tarifauseinandersetzung. Im Nachhinein haben wir sie erfolgreich bestanden. Das Management hat offensichtlich kein kollektives Gedächtnis. Jeder neue Manager tanzt an und übt aufs Neue. Und jetzt probiert Herr Seiler, der von der Telekom kommt, eine neue Tarifauseinandersetzung mit der GDL. Wir stellen mal die Frage, muss das eigentlich sein? Aus unserer Sicht ist ein bescheidener Tarifabschluss durchaus möglich. Und am Ende des Tages muss ein Arbeitskampf nie sein. Denn alle wissen, dass es geht. Und wenn wir streiken, wissen auch alle, dass das Eisenbahnsystem zum Erliegen kommt. Sagt Klaus Weselski, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitteschön.